Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 11.11., 8:30 Uhr. Und mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir gehen einmal in die Blue Boxen rein. Und wir sehen hier gestern Abend kleine in den frühen Abendstunden 21er, 12er, 16er und sind alle in den Gewinn gelaufen. Woran sehe ich das? Ja, weil wir sehen hier, die maximale Box ist hier gewesen und die maximale Boxgröße wäre dann von hier dort in dem Gewinn. Ja, also sehen, waren gute Trades. Die 26er Box hier, auch hier, wer sie getradet hat. Auch hier in den Gewinn gelaufen. Und die Elva ist auch in den Gewinn gelaufen. Also waren gute Blue Boxen gestern Nachmittag, wer sie getradet letztendlich hat. Und wir gehen jetzt in die Vola Boxen rein. Hier sehen wir gestern einmal hier reingetaucht, dann oben raus, oben reingetaucht. Also hier mehrmals in diese grünen Zonen rein, da oben rein und dann unten wieder raus laufen. Und so, ich muss mal kurz die Tür zumachen. Und wir sehen jetzt den Daily Pivot heute aktuell bei 16.026. Wir haben ein Gap unterhalb des Daily Pivots. Wir sind von hier bis dorthin bei 42. Und was uns interessiert, wo kommen die Vola-Boxen raus? Bei 16.084. Das heißt, wir haben hier 20 Punkte. Das ist nicht so ideal, um so ein Hedge aufzulösen. Wenn er aber Richtung Gap Closing läuft, das heißt, wenn der Fahrplan hier erstmal runterläuft und dann nach oben, dann nehmen wir die Vola-Box natürlich als mit größerem Risiko. So, die packen wir in die Garage wieder rein und gehen jetzt wie immer jeden Morgen einmal in die großen Zeitebenen, die Wetterlage uns anzuschauen. Und wir fangen oben heute an, arbeiten uns runter und fangen an beim The DAX. Das ist das normale Template. Wir gehen jetzt rein und nehmen mal unser Zickzack-Template. Entschuldigung. Daily sind wir long über den gleitenden Durchschnitt. 4 Stunden long, Stunde sind wir long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Klare Aussage. Der Markt ist erst einmal jetzt long. Nächster Markt ist Gold. Daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 Minuten long, 15 long und 5 auch long. Das im Gold. Kommen wir zu meinem Lieblingsmarkt, nämlich Öl. Daily long, 4 Stunden short. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5. Und wenn wir beim Daily nochmal bleiben und uns Vorlage Tagesstrategie Pro anschauen, da hatten wir gestern im Club auch das Tief zum Hoch. Das war dieses Zwischentief und Zwischenhoch hier. Dann haben wir erstmal Zielmarke 76. Wir haben auf dem Daily Basis bei 79 ein Short Setup. Da werde ich das jetzt für die Clubmitglieder ein reinlegen, versuchen den Short dann auszumerzen, dass wir besser Strecke machen. Wenn ich das Ganze klein mache und noch mal kleiner, dann sehen wir hier, dass wir, das war das Corona-Tief, aber dieses Tief hier, das war von diesem vom letzten Jahr im Oktober, also knapp ein Jahr her. Da waren wir bei 34 und dieses Tief mit diesem signifikanten Hoch verbunden. Dann sehen wir, dass die Zielmarke für das 23er ist bei 73 und dann bei 65. Und da möchte ich gerne hin. Und auf dieser Reise muss ich von oben ein reinbringen, weil ich noch Öltrades Short drin habe. So, das nun mal der Fahrplan für die Clubmitglieder.
der Startschuss wird sein, wenn der Markt hier weiter nochmal nachgibt, dann werde ich da einsteigen. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5 auch Short. Technologiebörse Nasdaq. Fangen wir an beim Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 15 Long, Entschuldigung, und 15 auch, 5 Minuten auch Long. Da ist so leicht Erholungspotenzial zu sehen. Daily im S&P 500 Long. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 auch Long. Unentschieden würde ich sagen. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 auch Long. So, jetzt kommen wir zu Bitcoin. 65.000. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Long. Ethereum, 4.600. Daily Long, 4 Stunden Long, 30, na, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 auch Long. Okay, das war es kurz. Wetterbericht von den Märkten und wir bereiten uns dann gleich vor und gucken einmal auf die Kinjunsen-Strategien, ob wir da was Neues bekommen. Das ist die 4-Stunden-Strategie von uns, 8:37 Uhr. Ich lasse das Radar mal durchlaufen. Das war gestern Abend. Ein schöner Trade hier. Okay, hier nichts Neues. Und wir sehen Öl. Short. Das heißt, wir haben hier auf Öl auch den ersten Trade. Da war das Originalsignal. Das ist dann auch in den Gewinn gelaufen. In Öl auf 4 Stunden. Wir keine Box platziert. Alles relativ ruhig und los geht's. Die Vola-Box oben wird die erste Box sein, wenn der Kurs dort reinläuft. Keine Hedge-Auflösung hier für diesen Trade für die Clubmitglieder, weil der Kurs zu dicht dran ist. Das nur zur Info. Und nochmal zu den Spielregeln. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und 16.100 liegt vor uns. Auch hier bei der grünen Box gehe ich jetzt auf den Minutenchart. Kann man bisschen besser sehen, ob der Kurs da reinläuft. Wir sind short im ersten Trade nach wie vor 9:02 Uhr. Abstand zur Vola ist 30, 40 Punkte, ist eigentlich gut. Arcadus, dass der Markt so ein bisschen so einen Schwung nach oben macht. Ja.
So, wir bleiben jetzt live. Und wir sind raus. Ich mache mal den Indikator rein, dann können wir das sehen. Und der History Indikator. Da sehen wir das. Hier ist der Trade draußen. Und wir gehen nochmal rein in die Box. Verabschiede mich bei dem Videotagebuch, bei den YouTubern. Und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.